Hallo Leute, willkommen in diesem neuen Video. Heute eine kleine feine Böllermischung mit P1. Wir machen jetzt hier mal ein paar Sachen an dieser Location. Ich würde sagen, hier, das sind Dumb und Black. Hier so ein Danger von Pyro Factory und Dumb und Petara ist auch am Start. So, starten wir hier rein mit Dumb und Black Edition. Leider. Mal. Schalat. Die Böller von komm mit. Danger Pyro Factory. Der hat geschnipselt. Krass, der Böller war jetzt relativ schwach, würde ich sagen. War schon stärker, aber der Danger, muss ich sagen, hat mir am besten gefallen bis jetzt. Sehr, sehr stark, hat richtig geschnipselt. Schaut euch das mal an. Gut, Leute, jetzt haben wir den Dumb und Petara. P1. Entschuldigt die Hintergrundgeräusche. Da ist ein Waldarbeiter. Und jetzt hier, letzter Schuss an der Location, Demon. 0,45 Gramm von, keine Ahnung, welcher Hersteller das ist jetzt. Boah, der schallert. Location auch mega geil hier. So, ich fahre jetzt mal weiter, bevor sich der noch aufregt. Let's go. So, weiter geht's. Nochmal ein D-Böller. Komet. Ja, zwiebelt. Ist in Ordnung. Nice. So, jetzt haben wir hier einen Dumbum F2 Piraten nochmal gegen ein Classic P1. Boah, der Dumbum war leider aus. Ich habe keine mehr. Aber ich habe hier noch einen Demon. Sind gut. Die Zwiebeln. Heftig. So, jetzt mal klein hier ein Moon Traveler. Mit Knall hoffentlich. Bei Event. Ne, die ist da ausgepufft leider. Kein Knall. Und nochmal eine vom Pinto. Die ist sowieso ohne Knall. Schüttelspinner. Und jetzt geht's ja. Fein. Ich liebe die Teile. Oh. Und der Geruch. Absolut geil. Herrlich, 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 herrlich. So, Freunde, ich stelle sie mitten auf einem Feld. Da wird der Schall nicht so gut sein. Ich filme jetzt auch nur mit dem Handy. Ich zünde jetzt nochmal hier so einen Reiber. Genau, also ich hoffe, das Video hat euch bisher gefallen. Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, dann lasst ein Like und ein Abo da. Ich bin jetzt hier inkognito unterwegs, deshalb gibt es jetzt hier kein Licht. Oh, der ist aus. Jupp, der dürfte ausgegangen sein, leider. Das, Alter, die scheppern.
Not bad. Ist richtig Druck durch den Boden gekommen. Das für diese NRM von, ich glaube, 0,098 Gramm. Wirklich erstaunlich, was da rauskommt von den Teilen. Okay Leute, ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Genießt die Vorfreude Zeit, lasst ein Like und ein Abo da für mehr solche Videos. Es kommt jetzt jeden Tag mindestens ein Video. Bald wahrscheinlich sogar zwei Videos am Tag, hin und wieder mal, je nachdem, was sich so tut bei mir. Danke fürs Einschalten, haut rein und ciao.